Verstoß. Ja, wer von den Influencern hat die Anzeigepflicht ernst genommen? Vor Weihnachten kam ein Thema auf im Netz. Alle haben sich gefragt, was ist das, warum, wieso, weshalb? Viele haben mich angerufen und gesagt, na, fragt sie Frau Dr. Lackner. Deshalb freue ich mich, dass sie heute hier ist. Sie selbst sagt, ja, für viele Influencer ist es nicht selbsterklärend, warum ihr Tun der Aufsicht durch die Medienbehörde unterliegen soll. Ich mache doch bloß Spaß, mache ein lustiges Video, lad's hoch. Ist eine häufige Reaktion, wenn es um die Meldepflicht oder wie es auf Amtsdeutsch auch heißt, um die Anzeigepflicht für audiovisuelle Mediendienste auf Abruf gibt. Das ist auch nicht völlig selbsterklärend, sagt Dr. Susanne Lackner, die als stellvertretende Vorsitzende bei der Medienbehörde ComAustria für das Thema zuständig ist. Sie sagt aber auch, dass die Regulierung dieser Mediendienste sehr wohl einen guten Grund hat und auch einen Sinn macht und dass es auch nachvollziehbar ist. Und das will sie uns jetzt erklären. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist, Frau Dr. Susanne Lackner. Herzlich willkommen on stage. Dankeschön. So, danke. Ich hoffe, Sie haben faule Äpfel mit. Es liest sich schon so behördlich, aber ich will versuchen, in meinem Vortrag, danke, liebe Frau Sandra Thier, für die Einleitung, möglichst untechnisch einmal zu erklären, worüber wir überhaupt reden, warum wir das tun müssen und was der höhere Sinn der Anzeigepflicht und die Anzeigepflicht, Sie werden es dann sehen, ist ja nur sozusagen ein administrativer Schritt. In Wirklichkeit geht es um was ganz anderes. Ich möchte mich namens der Medienbehörde auch sehr herzlich für die Initiatoren, Initiatorinnen, besonders bei der Sandra Thier von Diego Five, aber auch von der Wirtschaftskammer bedanken für diese Initiative. Wir versuchen auch, die Information über diese gesetzliche Verpflichtung oder Verpflichtungen vielmehr hinauszugehen, mit Stakeholdern zu besprechen. Es waren auch schon Influencerinnen und Influencer bei uns, eigentlich ein ungewöhnlicher Vorgang bei einer Behörde, aber wir glauben fest daran, dass in Zukunft sozusagen die Freiwilligkeit, Selbstregulierung, Co-Regulierung das Mittel der Wahl sein muss, wenn man sich die, wenn man sich anschaut, natürlich strukturell das Netz. So, jetzt eine kurz zusammengefasst, mein Vorredner, Fernsehen war gestern, viele von Ihnen werden diese Geräte gar nicht mehr kennen. Heute Sprung, wir sind unterwegs in sozialen Medien, auf den verschiedenen Plattformen, auch das wurde gesagt. Woher kommt jetzt diese Regulierung, auf die ich mich beziehen werde? Ich möchte erklären, woher die kommt. Und zwar hat die ihren Ursprung in einer Richtlinie der Europäischen Union in den 80er Jahren, wo es darum ging, grenzüberschreitendes Fernsehen bei einem Minimum an einem Schutzniveau für die Bereiche Jugendschutz und Werbung sicherzustellen. 2007, großer Sprung, kam es zu einer ganz umfassenden Revision dieser Richtlinie und es wurde der Geltungsbereich erweitert um audiovisuellen Content, ganz grundsätzlich, der online bereitgestellt wird, also Livestreaming und auch VOD-Angebote. Ich nenne jetzt einmal untechnisch diese Angebote Video-on-Demand-Angebote. Zu einem Terminus technicus kommen wir später noch, aber wie gesagt, wir bemühen uns auch und Sie werden ein sehr umfassendes Informationsangebot bei uns finden, auch sozusagen eine Sprache zu sprechen, die ein normaler Mensch sozusagen verstehen kann. 2010 wurde diese Richtlinie, die neue, umgesetzt in österreichisches Recht, in das sogenannte audiovisuelle Mediendienstegesetz. Das ist die gesetzliche Grundlage, an die wir uns derzeit halten müssen. Und ich will Ihnen auch nicht verschweigen, dass es 2018 zu einer weiteren Revision dieser Richtlinie kam, aber ich glaube, darüber reden wir in 2 Jahren. Was ist jetzt sozusagen die grundsätzliche Annahme? Die grundsätzliche Annahme ist, dass natürlich das, was für das Fernsehen gilt, dann, wenn es online bereitgestellt wird, auch für Video on Demand gelten muss.
einerseits geht es um das gleiche Schutzniveau natürlich und andererseits geht es jetzt ökonomisch gesprochen um die Herstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen zwischen Fernsehen und Video on Demand. Auch das wurde bereits gesagt. Die konkurrieren auf den gleichen Märkten, sie konkurrieren um Zuschauer und Zuschauerinnen und um Werbeerlöse. Das ist umso mehr wahr, als wir wissen, dass bei jüngeren Zielgruppen fast nur noch Video on Demand geschaut wird. Warum wird also Fernsehen überhaupt reguliert? Und ich glaube, das ist hier die Kernfrage. Und der Herr Bundesminister hat es mit dem Zitat von Hobbes bezüglich der Freiheit und der Freiheit des anderen auch schon angeteased sozusagen. Es geht darum, dass mediale Kommunikation und da möchte ich auch ein bisschen dem, was vorher gesagt wurde, ein bisschen widersprechen. Diese mediale Kommunikation, die ist letztlich die, die es auch schon immer gegeben hat. Ich werde da später auf diesen Aspekt noch zurückkommen. Diese Kommunikation erzeugt sehr komplexe Eindrücke beim Publikum und beeinflusst diesen in seinen Werthaltungen. Ja? Und deshalb Medienanbieter und Anbieterinnen in einem sehr breiten Verständnis tragen eine gesellschaftliche Verantwortung. Was ist jetzt so, was sind die Grundsätze des Medienrechts ganz allgemein? Es geht einerseits um eine Schutzfunktion und andererseits um eine Transparenzfunktion. Die wichtigsten Grundsätze sind also einerseits die Offenlegung der Eigentümerverhältnisse. Ich möchte wissen, mit wem ich es zu tun habe. Dann um ganz wichtig, und wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, eine Unterscheidung zwischen werblichen Inhalten, Kaufaufrufen etc. von sonstigem Content. In Informationsprogrammen, da gibt es spezielle Auflagen, aber vor allem geht es um das Recht der Gegendarstellung, Aufruf zu Ausgewogenheit, wollte ich sagen. Dann geht es natürlich um den Jugendschutz, dass immer nur altersadäquate Angebote auch tatsächlich zugänglich sind. Sie wissen, das ist ein großes Problem, weil heutzutage jedes Kind natürlich mit Devices auch spielt und sich irgendeine YouTube-Serie dann weiter runterlädt über Autoplay. Dann geht es natürlich sehr aktuell um das Verbot des Aufrufs zum Hass. Allgemein die Achtung der Menschenwürde muss also gewahrt werden und auch um die Förderung der kulturellen Identität. Ich stelle daher die These auf, Medienregulierung online ist kein Zwang, es ist eine Errungenschaft und war eine Errungenschaft. Sie ist keine Zensur, sondern sie ist die Vorbedingung, damit man ich meine Freiheiten im Internet auch im Sinne dessen, meine Freiheit endet dort, wo die des anderen anfängt, gewisse Spielregeln schafft für Kommunikation. Sie kann auch ein wirksames Tool gegen Fake News und Hate Speech sein, auch dessen muss man sich bewusst sein. Und wie auch vorhin gesagt wurde, es ist immer gut, die Zahlen dazu zu haben, hinsichtlich der Massenwirksamkeit überflügeln, also das ist wichtig für die Meinungsbildung natürlich, sehr viele Influencer-Angebote, lange die Zahlen von Fernsehprogrammen. Daher ist es also geboten, diese Mediengrundsätze auch zu übertragen in natürlich formatadäquat auf das neue Zeitalter. Jetzt kommen wir zur spannenden Frage, die mit den faulen Äpfeln. Also, aber ich glaube, dass Sie jetzt ein bisschen einen besseren Eindruck haben, dass das hier jetzt nicht nur um eine behördliche Verpflichtung geht, der Sie nachkommen müssen, weil wie gesagt, es geht sehr stark um, warum muss ich das machen. Nun, die Video-on-Demand-Angebote, die wir meinen, nicht alle sind erfasst, so genauso wie nicht alle Social-Media-Kanäle erfasst sind, die werden gesetzestechnisch Abrufdienste genannt. Abrufdienste finden sich auf Webseiten oder auf Unterseiten, also Untersektionen von Webseiten, wo der Hauptzweck des Angebots die Bereitstellung von Videos ist. Unter bestimmten Voraussetzungen kann das daher auch bei Social Media der Fall sein, klassischerweise bei YouTube, die Hauptzweck
der Hauptzweck ist natürlich die Bereitstellung von audiovisuellem Content. Natürlich sind nur wirtschaftliche Angebote erfasst. Also private Angebote kommen hier, die fallen raus sozusagen. Es ist aber keine Gewinnorientierung erforderlich, aber ein Erwerbszweck muss eben verfolgt werden. Dieser Begriff ist allerdings sehr weit zu verstehen. Also wenn Sie planen, Ihr Angebot zu vermarkten, sollten die Alarmglocken der Regulierung sozusagen oder der Anzeigepflicht läuten. Ich möchte auch noch sagen, dass es für den User und die Userin gratis ist, das Angebot keine Rolle spielt. Nun, weiters, die Videos selbst. Die Videos, und auch da möchte ich ein bisschen in den Gegensatz treten, glaube ich, zu meinem Vorredner, oder vielleicht was vor, ich möchte sie nicht falsch interpretieren. Die einen, klar ist es, dass typische Fernsehformate, Dokus, Interviews, Sportclips etc. erfasst sind. Aber in Wirklichkeit sind die Social Media Termini, die umschreiben Hauls, Pranks, Tutorials, nichts anderes als fernsehtypische Formate oder Formate, die natürlich auch im Fernsehen kommen, wenn auch neu oder anders gekleidet. Was wir derzeit nicht als fernsehähnlich qualifizieren, sind die Let's Player. Also da gibt es kein Äquivalent unserer Meinung nach. Fernsehähnlichkeit bedeutet aber auch ein Mindestmaß an Professionalität, ganz pauschal gesagt. Also die Kontrollfrage, die ich mir stellen muss, ist, gibt es nicht dieses konkrete Format, aber gibt es so ein Format typischerweise im Fernsehen? Der Anbieter muss sozusagen die effektive Kontrolle über das Angebot haben, ja, also die Uploads vornehmen. Damit hat er die redaktionelle Kontrolle, das ist eine wesentliche Komponente. Es muss natürlich übers Internet erbracht werden, das Angebot, und zu einem gewünschten, individuell bestimmten Zeitpunkt durch Nutzer, Nutzerin abrufbar sein. Muss sich an die allgemeine Öffentlichkeit richten, darüber haben wir schon geredet, keine privaten Angebote, und grundsätzlich muss der Sitz des Anbieters, der Anbieterin in Österreich sein. Wie gesagt, ich sage das nicht, alle Social-Media-Kanäle sind automatisch erfasst. Und es gibt auch, und das verursacht sehr viele unserer Anfragen, ich werde aber gleich erklären, warum das nicht der Fall ist, es gibt keine Mindestschwellen. Es gibt keine Mindestschwellen in Views, in Abos oder im Umsatz. Das liegt an einer einzigen Tatsache. Gesetzlich ist vorgesehen, dass Sie das Angebot 2 Wochen vor Aufnahme des Angebots anzeigen. Naturgemäß können dann diese anderen Voraussetzungen nicht vorliegen. Was passiert nach der Anzeige? Eben nicht viel. Es tut wirklich nicht weh. Das Angebot wird gelistet auf unserer Homepage. Diese Grundsätze, die ich Ihnen beschrieben habe, ich nehme an, es ist sowieso selbstverständlich, dass Sie die einhalten. Also um nicht mehr oder weniger geht es, dass diese Grundsätze eingehalten werden. Wichtig ist die Kennzeichnung des Angebots. Ich habe das schon gesagt, das ist ein Problem, was wir in der Praxis immer wieder haben, dass wir eigentlich nicht wissen, wer stellt dieses Angebot überhaupt zur Verfügung. Und eine sehr wichtige Verpflichtung ist, dass Sie jährlich aktualisieren die Angaben, die Sie gemacht haben, und zwar auch dann, wenn sich keine Änderungen ergeben haben. Schließlich muss das Angebot 10 Wochen aufbewahrt werden. Warum? Also die Aufzeichnungen. Warum? Das soll uns die Kontrolle ermöglichen, falls es einmal eine Beschwerde gibt, damit diese Aufzeichnungen angefordert werden können. Ist aber natürlich im Online-Kontext kein Problem. Die RTR fordert schließlich Auskünfte über ihren Umsatz an, und ich würde sagen, da kommt ein bisschen ein ausgleichendes Element herein. Warum wird der Umsatz angefordert? Um zu errechnen, wie hoch Ihr Finanzierungsbeitrag sein sollte, wird. Denn
mit diesem Finanzierungsbeitrag wird die Regulierungstätigkeit der Behörde auch finanziert. Allerdings, das möchte ich sagen, diese Finanzierungsverpflichtung tritt erst bei einer sehr hohen Umsatzschwelle ein. Ich sage jetzt sozusagen frei bleibend, im letzten Jahr oder für die letzte Umsatzberechnung waren das circa 50.000 netto. Weitere Infos, ganz wichtig, wir haben jetzt auch schon sehr viel Erfahrung im Dialog mit Influencern und Influencerinnen. Sie können jederzeit persönlich, schriftlich und telefonisch Kontakt aufnehmen mit uns. Wir haben wesentlich jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als ich es bin, wo man auch, glaube ich, ein ganz gutes, wie soll man sagen, ganz gut auch mit ihnen reden kann und wirklich keine Angst haben braucht davor. Weiters haben wir ein sehr großes Informationsangebot, wo alle diese Dinge auch noch genauer, auch die Gesetze und das Gesetzesdeutsch aufgelistet sind. Und ich möchte mich noch beziehen auf meinen Vorredner hinsichtlich der zitierten Studie von Professor Gebesmeier. Das war eine Studie der RTR, die gemacht wurde 2017, wo wir angefangen haben, eben uns mit dem Markt auch zu beschäftigen und zu schauen, was da eigentlich los ist. Also wie schaut es überhaupt aus, wie schaut die Influencer-Szene überhaupt aus in Österreich? Sie sind eingeladen, Sie können die Studie auch bei uns abrufen, aber ich möchte Sie auch hinweisen auf unsere neueste Studie zum Nutzungsverhalten von Jugendlichen, insbesondere was Informationen, also wie gerate ich an meine Informationen. Und diese Studie können Sie auch unter den angegebenen Adressen downloaden. So, und ich möchte jetzt erstens Ihnen danken für Ihre Aufmerksamkeit, hoffen, dass es nicht so trocken war, und weitergeben an meinen Kollegen, Herr Magister Rauschenberger, der Leiter unserer Rechtsabteilung, der zu der sehr interessierenden Frage der Werbekennzeichnung was sagen wird. Danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen, und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!